Ja, gucken wir mal, was uns noch so erwartet. Ich frage mich ja gerade, ob wir so oder so auf der Landstraße weitergefahren wären. Oder ob das jetzt bloß dadurch war, dass wir den Umweg langsam Bahnübergang ob wir ob es jetzt die Schuld ist, dass wir den Umweg genommen haben. So, jetzt haben wir ein bisschen Stoff hier. Richtung Köln und ja, okay. Also es dauert noch eine Weile. Wiege. Wir fahren ein Stück. Aha. Oh, ist schon noch ein Stück. Essen. Eigentlich hätte ich es nicht bremsen sollen. Hätte man ihn auch schön überholen können. Die Straße ist gerade frei. Nein, jetzt nicht mehr. Aber ich wollte auch nichts riskieren. Jetzt ist die Straße gerade frei. Es geht doch. Ganz schönes Stück über die Landstraße, so wie es aussieht. Gucken wir mal, ob die Autobahn wieder kommt. Auf jeden Fall sind es noch 400 Kilometer. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Ich wollte mir mal kurz den Schaden angucken. 3% unserer LKW, 1% schon unserer Ladung. Das ist schon wieder Kacke. Das war knapp. Ich habe mich gerade aufs Navi ein bisschen konzentriert. Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwann die Autobahn kommt. Ja. Demnächst. Dauert nicht mehr lange. Und schon wieder eine Mautstelle. Ticket. So, diesmal mache ich nicht den Fehler. Das hatten wir ja schon mal. Da ist er nämlich voll mich dann reingedonnert. Und das machen wir nicht mehr.
gerade von der Tastatur abgerutscht, sag mal. So. Jetzt geht's wieder auf die Autobahn. Ist schon wieder eine Mautstelle, es gibt schon mal. Da müssen wir bezahlen jetzt. Da müssen wir jetzt bezahlen. Das war bloß ein kurzes Stück, das dürfte eigentlich nicht so teuer sein. Ich bremse mal zu wenig, wenn ich an so ein Ding ranfahre. Oh Mann. Ist nun, kommst du jetzt hier rüber oder was? Oder was? Hm. Also manchmal finde ich die KI sehr interessant. Ich weiß manchmal echt nicht, ob die jetzt fährt oder nicht. Also, so das Verhalten ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Naja. So, steht noch lange nichts Deutsches dran. Ich glaube, ich habe ihn gestriffen, aber es ist nichts. Es hat nicht geknallt. Guck mal zu spät in den Spiegel. Dann hat schon eigentlich ist dann schon längst vorbei. Ich muss ein bisschen mehr mit der Maus arbeiten. Wenn ich den Fahrstreifen wechsle. Ah, schon wieder Ballons. Die hatten wir doch schon mal. Sind wir hier schon mal angefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, hier sind wir schon mal lang gefahren. Jetzt kommen wir nämlich durch Belgien. Ja, hier waren wir schon mal. Aber frag mich nicht mehr, auf welche Tour das war. Dann müsste ich mich mal schlau machen. Oh, ich glaube, wir können mal langsam ein Licht hier ausmachen. Genau, jetzt sind wir auf der A7. Ich habe das so in Erinnerung, dass man durch Belgien ziemlich schnell durch ist.
Vollgas. Ja, jetzt ziehen wir doch ganz gut ab. Ist unser LKW doch ganz schön flott. Oh Scheiße. Entschuldigung. Baustelle? Es wird eng. Das wird wieder mal teuer. So das Gefühl. Ach, guck mal, Köln steht schon dran. Ha. Das ist gut. Kommt gerade runter. Ja. Das kostet wieder Geld, ja. 6%. Das geht schon wieder in den Geldbeutel ein bisschen. Ich glaube, naja, das kann man auch als allgemeine Wartung zählen. Mit ein paar Kratzer. Nicht so schlimm. Alles noch im grünen Bereich. Während 60% würde ich mir eher sagen, aber 6%, das sind eigentlich keine Fische. Also von dem her. Aber trotzdem, eigentlich haben wir schon ziemlich viel in unseren LKW investiert. Schon eine teure Angelegenheit. Bleib weg. Auf jeden Fall müssen wir erstmal Richtung Köln. Angst. Ich hasse das, wenn die so auf die Autobahn gefahren kommen. Dann sind die so dicht neben einem. Das ist echt übel. Ich habe wieder nicht in den Spiegel geguckt. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass keiner hinter mir war. So, was haben wir jetzt noch? 160 Kilometer, das ist ja kein Ding mehr. Das ist ja ein Katzensprung. Das ist ja echt gar nichts mehr. Da sind wir schon weitaus schlimmere Strecken gefahren. In Essen irgendwie eine Sehenswürdigkeit, die wir unbedingt angucken müssen. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ha, ha, ha.
Deutschland, Schland, Schland.